Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir einmal aus dem aktuellen Handelsposten rausbekommen. Und zwar wollen wir uns einmal den Handelsposten aus dem Mai 2024 angucken. Und ja, dazu würde ich sagen, machen wir erstmal die Kiste auf und holen uns auch die wöchentliche Belohnung raus. Was ich euch aktuell empfehlen kann, wir haben ja den Nordend-Pokal und man kriegt relativ viele Punkte einfach nur dafür, dass man die ganzen Drachenrennen fliegt. Also wenn ihr die Achievements eh machen wollt, dann nehmt es am besten gleich mit und ja, fliegt es, macht es über die Drachenrennen. Genau, so viel an der Stelle. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Kiste rein. Die Belohnung müsste ich schon abgeschlossen haben. Okay, also da haben wir's. Okay, wir wurden jetzt irgendwie zweimal 1000 Abzeichen angezeigt. Ich denke mal, wir werden nicht die doppelt gekriegt haben. Es gibt das wöchentliche oder monatliche Belohnung, so rum. Gibt es einmal hier diese Flügel. Die sehen schon ganz nett aus, muss ich sagen. Also da kann ich nichts sagen. Und dann haben wir jetzt nochmal 1000 Devisen bekommen. Und jetzt sind wir bei, wo haben wir sie? 3040, 1000 hatte ich noch von letztem Monat. Ich spare mir da mal ein bisschen was zusammen, falls mehrere große Sachen kommen. Gut, dann gucken wir mal rein. Und zwar das erste, was wir haben, ist einmal das Mount, Bernstein, gelbe Flatterlibelle. Das Problem ist, das wird aktuell hier nicht angezeigt, weil es ein bisschen verbuggt ist. Ja? Wenn ihr euch das kauft, mir wird auch schon von Leuten berichtet, dass die dann quasi dass die Punkte abgezogen bekommen haben, aber das Mount nicht kriegen. Also da scheint gerade irgendwas verbuggt zu sein. Wir können aber mal gucken, die ganzen Waren werden ja auch einmal hier ausgestellt. Heißt, wir können uns das Mount einmal angucken. Das ist einmal hier. Falls ihr dasselbe Problem habt, ich vermute, dass Blizzard das hoffentlich in ein paar Tagen fixen wird. Ne? Also wenn ihr das kauft, solltet ihr eigentlich das Mount dann auch nach ein paar Tagen kriegen, wenn Blizzard da mal genug geflamed wurde von den Leuten. Ne? Und dann sind sie meistens auf Zack. Also da haben wir einmal das Mount. Und ja, ich werde mir das jetzt trotzdem einfach kaufen, obwohl es verbuggt ist und hoffen, dass ich es dann halt auch einfach gut geschrieben kriege. Denn wenn ich das nicht am Anfang vom Monat mache, vergesse ich es einfach. Das Ding kostet 600 Marken. Das kaufen wir uns jetzt hier einmal. Oh, das lädt aber lang. Genau, also das müssten wir jetzt einmal haben. Zumindest ist es jetzt hier als gekauft markiert. Dann haben wir noch was Neues, und zwar Pookie. Das ist ein kleines Pet, so ein Plüsch-Pet. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Dem fehlt auch hier ein Auge, wie man sieht. Und ja, das kostet 400 Marken, das kaufen wir auch. Heißt, wenn ihr jetzt nur die 1000 habt, dann sind eure Marken jetzt an der Stelle tatsächlich schon aufgebraucht. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch ein bisschen Temok. Und zwar haben wir einmal eine goldene Paradiesaxt. Warte mal, wir blenden mal die Rüstung aus, dann sieht man immer ein bisschen besser, was was ist tatsächlich. Dann haben wir einen Sonnenbogen, das ist der hier, mit diesen Rosen dran. Der sieht, finde ich, auch ganz cool aus tatsächlich. Dann haben wir sonniger Blumenstock. Das ist einmal hier der Stab mit der Sonnenblume obendrauf. Das ist auch ein ganz cooles Model. Dann haben wir einen, was ist das, Dolch, schätze ich mal? Ja, üppige Blumenkante. Das ist das hier. Dann üppige Blumenstängel. Der sieht aber auch cool aus. So eine Rose und dann der Stachel raus. Dann Ebenholzkrone der roten Rose. Das ist hier der Kopf. Ja, ist ganz nett. Gewand der goldenen Maskerade. Das ist quasi hier diese goldene Maske. Mit ein paar Federn obendran. Dann haben wir Großschwert des Champions der Valacha. Das kennen wir, glaube ich, schon in einer anderen Farbvariante. Bin ich mir relativ sicher. Dann haben wir ein Assemble. Und zwar haben wir da ziegelfarbene Kluft des Vagabunden. Also das Grundmodell kennen wir schon. Das hat es ja jetzt in verschiedenen Handelspostens in allen möglichen Farbvarianten gekriegt. Jetzt gibt es halt die ziegelfarbene Variante. Naja gut, ob die irgendwer gebraucht hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt, glaube ich, immer irgendeinen, der sagt, oh, ziegelfarben, das ist genau das, was ich haben will. Und dann gibt es halt das ziegelfarbene nochmal mit nur einem Umhang. Dann haben wir mal wieder Handschuhe, ne? Diesmal die schwarzen. Dann haben wir einen Wappenrock, auch einen schwarzen. Dann haben wir so einen Rock, auch wieder in Ziegelfarben. Das ist der Sangon des Händlers. Heißt auf jeden Fall edel. Dann haben wir Lecken der Eimer. Also nicht lecken, sondern er leckt halt, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Er hat ein Loch. So, dann haben wir einmal Mitternachtschwarzer Schulterumhang des Duellanten. Das ist dieser hier. Den gibt es auch schon in X-Farbvarianten. Primitiver Schläger. Oder Schlägel, so rum ist das.
Dann haben wir ziegelfarbener Schulterumhang. Achso, nee, den hatten wir schon. Oder? Nee. Warte mal. Ach, wir hatten den schwarzen. Jetzt haben wir nochmal einen Ziegelfarben. Okay, nevermind. Dann haben wir hier nochmal so Handschuhe des hochgeborenen Gelehrten. Lebhafte Treter der Kaluak. Das sind diese grünen hier. Dann haben wir Schleier des Assassinen der Sindorei. Der sieht ganz cool aus, der Umhang. Irgendwie, ich glaube, den hat es auch schon mal woanders gegeben. Irgendwie erinnert mich der so ein bisschen an Sunville. Und dann haben wir hier einen TCG-Mount noch drin. Flamme der Hypogreif. Ich meine, den gab es da auch schon mal. Oder hat es ihn als Drop nochmal gegeben? Und ja, dann haben wir jetzt hier die zurückgekehrten Items, ne? Und, ja, da sind alle möglichen Sachen dabei. Unter anderem haben wir eine verlorene Fackel. Das ist die hier. Dann haben wir ein Arsenal, Klinge der Elune. Da haben wir sogar zwei verschiedene. Achso, die sind rechts und links, die Waffe. Okay. Dann haben wir ein Sembel mit der Mitternachtskluft, ne? Die wir ja oben schon hatten. Also diese Mitternachtskluft-Geschichten auf anderen Slots. Einen normalen Umhang. Dann Sumius, so rum, das ist ein Pet. Und dann haben wir hier noch eins der Mounts, die auch ausschließlich über den Handelsposten reinkommen. Und zwar Zügel des königlichen Schwärmers. Den können wir tatsächlich dieses Mal auch bekommen. Genau, und das sind soweit die ganzen Sachen. Ich persönlich kaufe mir jetzt, also 1000 Punkte will ich eigentlich schon immer überhaben. Komm, ich kaufe mir aber einen von den 50er Sachen, die jetzt so günstig sind. Ich glaube, ich kaufe den Umhang. Dann sind wir noch bei 900 irgendwas. Versuchen wir immer, möglichst punkteeffizient die Sachen zu kaufen, ne? Und bei 50 ist es schon nicht schlecht. So, okay. Dann schauen wir jetzt mal. Ich vermute, dass das Mount jetzt halt wie bei den meisten anderen Leuten bei mir aus dem Stream buggen wird. Jetzt gucken wir nochmal, wie genau, wie der Spaß heißt. Achso, das wird jetzt gar nicht mehr angezeigt, oder? Ach doch, hier. Flatterlibelle. Was hier in der Liste drin ist. Flatterlibelle. Und, nee. Da haben wir die blaue ist drin, ne? Von Drachenschuppen-Expedition. Da gab es ja drei Stück. Und dann gab es noch die fürs Erkundungs-Achievement, ne? Die aber relativ ähnlich wie die neue aussieht. Also die ist eher gelb, golden. Und die neue ist halt orange, ne? Wir hatten ja schon eine grüne Version, eine, ja, so lila-bläuliche Version und eine hellblaue Version. Ja, die neue ist jetzt auch nicht das krasseste Highlight, aber es ist halt wieder ein Mount mehr. Genau, das war soweit alles von dem Handelsposten. Ich kann euch jetzt noch kurz die Libelle an sich zeigen, falls ihr das Model gar nicht kennt, wie das aufgemodelt aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt halt nicht genau die, weil die anscheinend am Buggen ist. Aber so sieht es aus und es ist auch ein Flugmount, ne? Falls ihr euch das gefragt habt. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es bei euch mittlerweile entbuggt worden ist, das Mount. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.